Wenn ich über ein Vakuum dieser Größenordnung auf Agitator nachdenke, bekomme ich Gänsehaut. Denke an all die Munition und Benzindepots, die sie dort haben. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Die Spitze des Eisbergs, irgendwie wird das in letzter Zeit bei mir in Spielen häufiger genannt. Das war nämlich bei Sun Agency auch oft erwähnt. Das ist nur die Spitze des Eisberges. Ja, hier auch schon öfters, ja. Ich meine, ich kenne diese Redewendung, aber ich finde die immer ein bisschen, mittlerweile ein bisschen inflationär in letzter Zeit genutzt. Bist du okay, Sean? Erschöpf dich nicht. Ich bin hier, um zu helfen. Das ist ja nett. Das ist ja aufmerksam. So, aber hier gibt's da ein kleiner alles, kleine Dimension und ein kleines Shuttle. Ja gut, wir sind fertig, haben kein Geld mehr, haben alles gekauft, was wir brauchen können, also hoffentlich bringt das auch was, diese neue Waffe jetzt. Ja gut, Explosion in Kalkando. Bewege dich zum Mutant-Vakuum-Gebiet auf Agitator. Ja gut, willst du ein bisschen beginnen? Jo. What is this? Our latest and best weapon. When it's completed, it will redraw the boundaries of Agitato. I'm sure that the mutants will seek its awesome power. Awesome power? If this were to blow, it would take out the city. That means we would be vaporized too! Calm down. We just have to make sure that doesn't happen. Okay, das ist eine riesige Waffe, die ultimative Waffe, wie sie auch heißt. Okay, interessant. Mission 18, Explosion in Kalkando. Beschützen die große Waffe vor den Mutons. Beschützen die vier Waffen. Das ist nur eine. Die Waffe sinkt bei Beschädigung. Die Waffen dürfen nicht zerstört werden. Das sind also vier, statt eine große, wahrscheinlich vier kleinere. Ja gut, wir werden mit unserer neuen Waffe irgendwie auch was erreichen können. Also, was geht's? Was ist das denn? Oh ja! Aber schon. Ich wollte jetzt eigentlich Teammitglieder immer einstellen, ne? Denke. Genau, Xiaomi geht auch nach vorne. Weil eigentlich Bogoman wäre eigentlich besser. Wenn ich den nach vorne, weil der auch so einen Raketenwerfer hat. Xiaomi. Kazak. Nee, das ist Bogoman. Jenkin. Der auch mal nach vorne. Dietz. Der kann auch nach vorne, ne? Kazak. Na, da darf man irgendwie nach hinten stellen. Bowan. Ja, nehmen wir mal nach vorne. Hab ich auf jeder Seite ist jemand, ne? Ach, stell ich mal dahin. Ist besser. So, Xiaomi. Kazak ist hinter uns, okay. Warte mal, ich wollte noch mal anderes gucken, ne? Glasar bitte. Gucken, was im Glasar drin steht, natürlich. Vielleicht steht da kleine Crimson. Kennen wir noch nicht, oder? Planet Crimson. Einer kleinen Planetoiden, die überall im Theophilus-Haufen zu finden sind. Da er in der Mitte des Haufens liegt, wurde er einst als möglicher Standort für die Hauptquartier untersucht. Allerdings stellte man fest, dass dort trotz dem Überfluss vorhandenen Wassers nichts wächst. Zudem ereigneten sich beim damaligen Erkundungstrip einige seltsame Vorkommnisse. So wurde von den Vorhaben abgelassen. Die einheimische Bevölkerung begegnet den mysteriösen purpurnen Strahlen des roten Planeten mit Ehrfurcht. In ihrem Glauben nimmt er einen Platz als Quelle allen Lebens ein. Aha. Klingt nach einem mächtigen Planet. Was haben wir hier noch? Kennen wir schon? Kennen wir schon? Okay, Planet Crimson. Ja, gar nicht mal so schlecht. Ja, hau ganz schön rein. Ne? Einem suchen die weg. So. Ja,
Ja. Okay. Wunder. Ja, man haut die einfach weg. So. Oh Mann. Komm hier her. Und man macht noch ein paar auf einmal. Ah, da haben wir welche. Einmal sieben auf einmal. Das ist gar nicht mal so übel. Ja, die ist schon viel besser. Man hätte sich viel Arbeit mit der sparen können, ne? Komm schon. 10 Treffer auf einmal, ey. Alter. Komm schon. Ja. Ja, ich finde das gar nicht mal so übel. Komm schon. Jetzt schieße noch einmal ab. Danke. Ah, komm her. In einem Schuss und diesen sind kaputt die Teile. Wie diese. Oh Mann. Immer wimmelt das Ganze hier von Gegnern. Aber ist immer so in dem Spiel, ne? Hier wimmelt es immer von Gegnern. Da sind ja welche. Och. Räumt ihr mal weg. Aber mit einem Schuss sind die platt, alle. Also das ist nicht so übel. Auch wenn wir hier ganz viel zu tun haben. Oh. Alter. Oh. Ah! Ich habe auf jeden Fall, man verliert ja einen ganz leichten Überblick. Einfach mal so ein paar Leute platt hier. So. Alter, was ist das? Okay, wir sollten mal Heilung nutzen. So. Oh. Nein, lass es. So. Man muss einfach nur sich hier ein bisschen durchkämpfen und dann macht man 17 auf einmal platt. Alter! Boah! Boah! Alter! Das sieht nach Boss aus, hä? Mutter. Ich seh ihn nicht mal. Komm schon. Ich hab nicht mal ein Ziel, Mutter. Da hinten ist er. Okay, wir sollten mal uns malen, alle. Das ist ja ziemlich cool. Da kommt was. Kommt ein paar mehr, hä? Ah, was war das denn? Verdammt nochmal, wie mach ich jetzt platt? Komm nicht mal dran her. Jemand mal, wie mach ich jetzt platt? Ich hab keine Ahnung. Ich treffe ihn nicht mal. Dann muss ich seine Anwaffe nehmen, oder? Wo ist er abgeblieben? Sehen wir ihn nicht. Ach, da, da. Komm schon. Oh. Ganz optimal war es ja noch nicht, ne? Ah, keine Angst. Ah, ich komme nicht mehr raus. Wo ist er wieder abgeblieben? Ich sehe ihn wieder nicht. Unter. Das ist nicht das Problem.
Das auch nicht. Ja, wir ein bisschen. Ihren Köln muss ich auch mal kurz heilen. Ich sehe das Vieh nicht mal. Ihr macht den platt, ne? Dann kommt er wieder. Oh, ich krieg ihn nie ins Ziel. Kriege ihn nie ins Ziel, so wirklich. Wenn ich mal treffe, dann mache ich viel Schaden. Warte mal, ich werde mal wieder die Ausrichtung mal komplett ändern. Immer nach vorne, ist besser. Dann kriege ich mehr Feuerkraft nach vorne. Kazak. Also wir sind voll jetzt hier mittlerweile, ne, Ausrichtung nach vorne, aber egal. So. Die kann mich meinetwegen vor die Weg stellen, ist egal. Ich bin so langsam, ich krieg den nicht wirklich ins Ziel. Ah, das müssen wir auch nochmal vernehmen. Haben wir noch die hier. Ob die hier bringt, in dem Fall. Hat eine höhere Reichweite auf jeden Fall. Und weil ich kann damit besser schießen, in dem Fall. Nehmen wir mal die. Das geht ja auch viel besser. Ja, die lief dann eigentlich ganz gut, muss man sagen. Dann fühle ich mich schade, er litt aber Rang A. Aber Rang A, ja, da war es war ein bisschen wahrscheinlich die Waffe ja nicht gut genug, weil der Gegner zu wendig war. Hätte man einfach die nehmen sollen, ging viel, viel besser. Hast du überlebt? Ganz gut eigentlich. Ganz 70% haben die Treppen, haben die vier Waffen noch gehabt. Also auch ziemlich gut. Rang A, wie gesagt, zweitbeste. S-Cream haben wir eh nie hingekriegt. Meistens war irgendwas, war immer A. Wegen A. Wie kann man so wirklich so zufrieden sein? Haben sie geschafft. Ja, Vulkan 3 Level ist gestiegen. Schusskraft 7 und Klingenkraft 2. Ja, super. Wir haben es geschafft. Das ging ziemlich schnell. Aber ja, war trotzdem ein interessanter Kampf mit viel, viel Action. Jedenfalls. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Denkt wie immer an die Kommentare und an die Bewertungen. Und damit. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.